Hallo und herzlich willkommen hier bei The Fisherman Fishing Planet. Wir haben beim letzten Mal am Ende gesagt, wir machen jetzt einen Positionswechsel, weil wir haben da ja noch ein paar Positionen. Wir gehen daher. Oh, da ist Steak. Interessant. Das schaut schon mal gut aus. Das war's, da werfen wir gleich mal hin. Nachher, warte mal, ich wollte es da noch buchen. Da kommt Maus, da kann man schön draußen auch noch rauswerfen. Weil wir brauchen ja nur noch einen Fisch, damit wir die Erkundung 1 abgeschlossen haben. Und dann wird wahrscheinlich die Erkundung 2 kommen, weil sonst wird nicht Erkundung 1 stehen. Da blubbert es aber auch schon, gell? Das war's, ich hau da jetzt einmal schnell die Schwimmer aus. Nur so testweise. Mal schnell gucken, ob auf der Schnalle was abbeißt. Ich hoffe, dass ich da beim Steak wohl noch ein WC. Mein. Roten Stein da? Das war das Wort, was ich gesucht habe. Roten Stein da aufstehen kann. Oh. Das ist aber gescheit, oder willst du mal spielen? Sicht man Fische nehmen. Das ist schön. Schwarzer Krebi behalten. So, ansonsten hoffe ich, dass meine Videos euch gefallen und dass ihr eine Freude daran habt, es anzusehen. Ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben, ob ich was ändern soll oder euch irgendwas nicht passt, so wie ich das mache. Beziehungsweise eine Tipps, wo ich vielleicht den einen oder anderen, falls ihr einen nicht erwischt, heute erwischen könnte, ins meine schreiben. Tipps und Tipps, wo ich zu einer Fang gewisse Videos habe ich aus mir schon dazu geschrieben, da die anderen Orte, wo ich leider eine tolle erwischt habe. Das werde ich dann auch versuchen umsetzen, dass ich den dann erwische. Also das war die Schwimmerrouten jetzt, was ich ausprobiert habe. Ich suche den die ganze Zeit. Das ist der Vorschlag. So. Eigentlich wollte ich nämlich den zuerst auswerfen, um zu schauen, wie tief da ist. Steht wieder nichts dabei, gemein. Nochmal andersrum. Normalerweise habe ich immer die Grund auf der 1 und die Schwimmer auf der 2, aber ist ja wurscht. Ich sollte noch umdenken wieder. Ah, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Das war's. Kommen wir beides noch einmal. Was man halt im Kopf hat, hat man die 4 ist halt schnell immer krassen. Da wollen wir schneiden, weil beim Schwimmen tut sich was und das einmal Schabzack. Jo, da mal. Ich wollte eigentlich noch was machen und zwar die Zeit umändern. Punkte der Barsch behalten. Aber jetzt auch. Das kann ich nämlich nicht die Zeit umändern. Wenn 17 Uhr, gell? Zeitmoment dann können, wenn Angel im Wasser ist. Zeit verspannt. So, aber jetzt werfen wir zuerst die Grund aus.
wird der nächste Patch standen. Das ist aber schon auch gesunken, also ich vermute mal, dort wird man wieder ein bisschen seicht unterwegs sein. Da hätte ich gesagt, gleich wieder da vorne auswerfen. Da lassen wir die Tiefe, was wir eingestellt haben, die 0,6 Meter. Also ca. 1 Meter, wenn wir nicht so tief sind da. Außerdem könnte man nachher vielleicht schon mitschauen, wie die Fische nehmen spülen. Das hat man ja vorher schon gesehen. Oder halt aufbeißen. Aufbeißen hoffentlich eher, als wenn die spülen nehmen. Das ist eh klar, jetzt ist wieder eine Trockenstelle. Das habe ich extra die Zeit vorgespult, war eigentlich mehr als so. Und jetzt ist es ruhig aber. Also so gut wie es bei der ersten Folge gegangen ist, hätte ich nicht gedacht, dass ich echt drei Folgen, weil das ist die dritte Folge jetzt, was ich da aufnehme auf dem Gewässer. Beziehungsweise ich glaube, dass er sogar eine vierte Folge reinläuft, dass ich vier Folgen brauche, um den Gefräßen um alle zu wischen. Also einer bleibt mir, ist mir ja noch ausständig. Der gefräßige Sonnenarsch. Also gut, wie es in der ersten Folge gegangen ist, hätte ich schon gesagt, dass ich eigentlich alle ziemlich schnell erwische, aber nee, anscheinend nicht. Schwarzer Krebi, behalt mir. Haben wir auch schon jetzt ein paar Mal gefahren, werfen wir mal da gleich her. 0,7 Meter. Was haben wir jetzt? Punkt der Barsch. Rekordgröße, persönlicher Rekord halt. Solange meine Fische fangen, ist so wurscht. Oh, da tut sich mal bei der Schwimmer wieder was.
ist er nein. Weißer Krepi. Schwarzer Käppchen, Trophäengröße. Ich weiß nicht warum, aber warte mal, ich hol das jetzt ein. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sagt mein Formel da hinten, wo ich vorher war, dass ich dort das vielleicht noch mal probieren sollte. Ja. Yeah. Die Schwimmer, die hätte ich gern da her haben. Und die Grund, die hätte ich gern da beim Händen hier haben. Oh ja. Jetzt sind wir auf 0,6. Tiefe. Mal schauen. Ich kann es nur probieren. Durch mehrere Positionswechsel. Genau, jetzt habe ich was trinken wollte. Was haben wir? Schwarzer Krepi. Also nach der Oberfläche zu urteilen, es hat genügend Fische da unterwegs sein gerade. Blubberblasen sind genug.
Und wenn man sieht, sieht man nichts. Steht leider nichts, ob der es hingeht oder verkalt. Steht nur, dass er seine Beute auflauert. Das heißt, er wird wahrscheinlich irgendwo in die See raus und Tisch stehen und dann rausschießen. Dadurch, dass eh überall Seerosen sind, ist er wurscht, was wir hier haben. Würde mal sagen. Kann mich aber auch täuschen. Ja, ist nicht so klar, das Gewässer sehr viele Möglichkeiten, wo sich der Fisch aufhält. Das ist gerade einmal die dritte von, glaube ich, 6 Positionen gewesen, wo wir hingehen können zum Fischen. Wo wir dann erwischen können, denn. Na, was ist denn das? Kann ja nicht sein. Schlafen jetzt alle oder was? Von der Zeit her, ja, dauert noch ein bisschen bis zur Hoch, bis zur, bis links da, was sie verbeißen. Uhrzeitmäßig. Freizeit, sagen wir so. Ich glaube, ich gehe gleich mal anders hin. Jawohl. Da bäumt sich einer. Ah. Also, Krebe. Das kriegen wir einmal. Ja, das war mir fast gut auch. Nee. Das lassen wir dann bleiben. Thank you.
gepunkteter Barsch. Behalten wir. Er macht trotzdem jetzt einen Positionswechsel. Das war mir da zu ruhig, nämlich. Dome oder Dome? Dome. So, dann probieren wir es da. Wir haben ja noch Optionen. Wo wir den einen Fisch erwischen könnten noch. Ist ja nicht so. Schon gedacht, er ist weg. So, was haben wir? Schwarzer Käppi. Und da haben wir schon ein paar gefangen. Na, besser auch gescheit. Wieder schwarze Krebs, oder? Natürlich. Ich glaube, das ist auch nicht gerade die optimale oder der optimale Ort für den gefräßigen Sonnenbarsch. Da
hauptsächlich haben wir da jetzt einen schwarzen Kreppikopf, wenn es mich nicht täuscht. Der Schwimmer ist ein Untergang. Nee, 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 nee. Björn, Björn, Björn. Hol raus. Schwarzer Kreppi wieder. Na, weißer Kreppi diesmal. Wechseln, wechseln. Da haben wir ihn. So, was haben wir jetzt? Wieder weißer Kreppi. Hola Trio! Da sind glaube ich nur die Krebs unterwegs. Ah scheiße, jetzt bin ich wieder auf B. Ein Chat kommen. Da waren wir. Daher, kurz in der Mitte. Hilft nichts, ich muss mehrere Positionen probieren. Zuerst wieder die Grund. Alles ziemlich seicht hier. Ist egal, wo wir hingehen, guck mal vor. Weil das ist eigentlich wurscht. Man kann es nur probieren und hoffen. Aber liebe Leute, das war's dann für heute. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und das Video hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir da einen gefrissigen so ein paar Spiele nicht erwischt haben. Ich hoffe, dass wir ihn in der nächsten Folge erwischen. Ich wünsche euch auf alle Fälle noch einen schönen Tag bzw. Abend, je nachdem wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal, macht es gut, ciao, ciao.